Herzlich willkommen hier zu Markttechnik erfolgreich handeln. Heute geht es um ein kleines Konto Großtraden. Wir haben vor kurzem angefangen mit der neuen Live-Webinar-Reihe mit Echtgeldkonto und den ersten Trade haben wir zwischenzeitlich ins Ziel gebracht. Ich möchte euch gerne zeigen, wie ihr Saisonalität, Volatilität und im Prinzip einen perfekten Trade nach Markttechnik dann ins Ziel bringen könnt. Dafür nehme ich euch gleich mit auf meinen Rechner, um euch zu zeigen, wie man das Ganze umsetzen kann, wie wir den ersten Trade dann auch entsprechend umgesetzt haben. Kommen wir nun zum ersten Trade, den wir für kleines Konto Großtraden eröffnet haben und zwischenzeitlich auch wieder geschlossen haben. Genutzt habe ich dafür einen ETF und zwar den SVXY. Die Idee dahinter ganz klar, wir sehen natürlich häufig saisonal betrachtet im August und September Schwäche in den Märkten. Insbesondere natürlich immer im deutschen Markt, aber auch natürlich in den amerikanischen Märkten. Sobald die Volatilität natürlich herausgeht, das heißt, wir bekommen wieder einen Aufwärtstrieb in den Märkten, was wir ja sehr häufig im Oktober sehen, das Ganze kann man natürlich umsetzen. Zum einen natürlich in Indizes oder stärker noch reagieren darauf beispielsweise Volatilitätsprodukte wie der SVXY. Das heißt, ich habe mich hier entschlossen, nachdem auch der deutsche Markt sehr, sehr stark war am 11. September, in ein Produkt einzusteigen, in den ETF vom SVXY. Das Ganze, wie gesagt, für kleines Konto Großtraden und wir schauen uns jetzt einfach mal an, was ist denn in den darauffolgenden Tagen mit dem Trade passiert. Genau wie vorhergesehen, das liegt einfach daran, dass ich einen Handelsplan habe, wo ich duplizierbare Trades machen kann und natürlich auch möchte. Das heißt, ich habe im Vorfeld immer eine Trading-Idee. Das ist eigentlich immer der Startschuss überhaupt fürs Trading. Das möchte ich euch auch gerne mitgeben, dass ihr immer schaut, dass ihr einen Handelsplan habt. Wieso, weshalb, warum wollt ihr eigentlich einen Trade eingehen? Und wenn dann das Szenario eintrifft, dass man dann anfängt, das Ganze umzusetzen. Ich arbeite hier sehr häufig, wenn der Markt sehr weit gelaufen ist, mit einer Teilgewinnmitnahme. Das Ganze haben wir auch hier gemacht. Das kann man ganz gut sehen am roten Pfeil. Die Ausführung von Interactive Brokers liefere ich jetzt sofort im Nachgang. Natürlich auch gleich noch, möchte hier erstmal nur den Trade zu Ende zeigen. Das heißt, wir haben den ersten Teilverkauf gemacht, nachdem die Position etwa 10% im Gewinn war und haben sie dann einfach weiterlaufen lassen bis in den Bereich, wo wir eine Gesamtperformance von für den zweiten Bereich 20% hatten. Das heißt, ich habe hier in kürzester Zeit mit einem einzigen Trade einmal eine Gewinnmitnahme von 10% gehabt und dann eine Gewinnmitnahme mit 20%. Hier auch nochmal die Ausführung vom SVXY. Einstieg, wie gesagt, am 11. September im Gesamtwert von 1982 Dollar. Dann zwei Teilverkäufe am 22. September und am 4. Oktober. Der Gesamtgewinn betrug 284 Dollar oder umgerechnet 239 Euro. Das heißt, auf das Gesamtportfolio hat alleine dieser eine Trade schon einen Gewinn von über 4% gebracht. Ich denke, das ist ein sehr, sehr gutes Ergebnis, ein sehr guter Start für kleines Konto Großtraden. Zwischenzeitlich haben wir auch eine zweite Position aufgemacht. Das heißt, auch hier sind wir natürlich im Plus und wir warten jetzt auf eine kleine Korrektur, damit wir die Möglichkeit haben, einen dritten und vierten Trade aufzumachen, um dann wirklich das Ganze natürlich noch weiter nach vorne zu treiben. Das ist das Ziel von kleine Konten Großtraden, Theorie und gleichzeitig die Praxis mit dazu bringen. Das heißt, an Trades, die wir ausführen, dann auch zu erklären, wieso, weshalb, warum gehe ich überhaupt in einen solchen Trade rein und wie manage ich einen Trade und was ist überhaupt das Ziel und wie erreiche ich es, ein kleines Konto groß zu traden. Ich wünsche euch noch einen tollen Freitag und ein hervorragendes Wochenende und dann natürlich in der nächsten Woche seid wieder dabei, wenn es heißt, ein kleines Konto Großtraden. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.